Hallo Freunde der Landwirtschaft, willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS15 Multiplayer Let's Play auf der Waldkarte Map Spezial. Mit dabei ist der Steffen. Hallo. Und der Christian. Hallo. Ja, und zwar, wir haben jetzt einen schönen Kompost-Keeper gefunden, der ein bisschen was hingerät, dass man immer wieder eine 10.000 Liter fahren müsse. Und der Papa hat sich nur ein bisschen am Giants Editor ausprobiert und ausgetobt. Ich habe was Schönes gefunden und haben das, was heißt ich? Drainator, muss man jetzt auch mal erwähnen, hat das gefunden, hat mir das gegeben. Ich habe das mit Giants Editor eingebaut. Hab mit dem Mike noch gleich ein bisschen geholfen dann dabei, weil ich was nicht hinkriegen kann, weil es das erste Mal war, aber ich werde jetzt zeigen, was es ist. Schicke Sache. Ja, nicht immer das Kompost bis jetzt verkauft. Dem ist jetzt nämlich so. Und da wir dann immer weiter produzieren können, dass die Kompostanlage nicht still steht, haben wir das eingebaut. War das denn mal mit dem Obst verkaufen? Also fies. Ja, ich bin gerade auf der Karte. Also Obstverkauf ist das, wo der Eifokhandel ist. Bremer Hof. Hm. So. Jetzt aber weiter geht's. Ja, wie gesagt, wir brauchen ja auch Kompost zum Befülle beim Obsthof. Und dann geht durch. 10.000 Liter. Ja, du musst warten. Manche Dinger gehen an der Ampel nicht. Du musst warten, bis grün ist. Jetzt geht's. Ich kann noch ein bisschen mit dem Hänger mit der Kupplung und ist jetzt gerade an dem dem Schweller oder ein bisschen tief da irgendwie. Hast du den Hänger tiefer gelegt? Nee, starker nee. Motor und tiefer gelegt. Das sind die Deichsel, der Bügel ohne zum Abhängen, der hängt fast auf dem Boden, ne? Okay. Dann schon verstelle. Jo. Ach, wie war das denn? So. Aus. Da ist es. Und zwar ein geniales Kompostlager. Ah, ja. Hab ich da platziert mit dem Giants Editor. Und ganz oben. Da können wir jetzt schön Kompost lagern. Geniale Sache. Sorry. Mit digitaler Anzeige, wie viel drin ist. Und einem schönen Förderband zum Entnehmen. Da würde ich sagen, fahren wir gerade noch Erhänger hin. Weil es so schön ist. Weil es so viel Spaß macht. Ja, wir hatten hier noch was ganz anderes vorgehabt auf der Map. Mussten wir aber leider alles wieder rausmachen. Es hat sich nicht ganz vertraut. Mit was? Keine Ahnung. Ich kann mir es aber vorstellen. Und zwar wollten wir noch die ganze Rostaler, die Früchte-Sache dazu nehmen. Wollten da noch ein bisschen ausbauen, dass wir mit den Bäumen, dass wir die abernten können. Und die ganze Lager haben wir platziert gehabt. Und. Ging auch alles einwandfrei. Nur als wir die Map dann ausgemacht hatte, zum Glück habe ich jetzt alles Safe Game mal aufgehoben. Und hatten abgespeichert und wollten dann die Map neu starten für zum Spielen. Ja, ging die Map plötzlich nämlich auf. Das Spiel hat geladen. Ist aber nichts aufgegangen. Ich nehme an, das hat sich mit irgendwas so von mit dem Map gebiss. Ich gehe davon aus, dass es die Früchte sind, weil wir da immer Kirsche haben in Palette und Pflaume, die immer hergestellt werden dahin. Und dann haben wir die immer auf der Bäm hocke. Und denke ich, hat sich das da ein bisschen die Hohe gerät. So, was ist da los? Stau an der B40.
Ja, ich bin nochmal hingelaufen, weil ich nicht gewusst habe, wo der landet. Das scheiß Ding da ist, was ich mal ablade. Mit auf der Kreuzung muss man nochmal zusammenhuben da, ja, das gibt's hier nicht. Ja, ich war nicht klein Bulldog, ich bin da rumgelaufen. Erwischt. Noch vor. Ah, ich hab Lex, ich kann nichts machen. Ah. Ich muss langsam fahren. Weil mir haust jedes Mal der Bulldog vor und das was macht. Vor allen Dingen hupst du hin die drei Palette da. Wenn auf der Fritsche hin rum. Ja, ich würde mich freuen, wenn langsamer der. Na? Der Fliegel. DP, noch irgendwas da. B. Wenn der mal Multiplayer tauglich wäre, das wäre richtig genial noch. Dann könntest du schöne Kleine mit drin nehmen, dann könntest du die ganze Palette fahren. Naja. Aber das Ding ist ja noch nicht Multiplayer tauglich, das ist nur für Singleplayer, die Kleine. Ich war eh nach der Große. Aber den finde ich jetzt schon wieder zu groß für die Map. Der ist zu lang. Komme ich hier manche Ecke gar nicht richtig rum. Nee, leider nicht. So, jetzt gibt's Monies. Aber bin ich mal gespannt. Oder so, bin ich. Ja, der hat nicht verkriegt. Was hast du denn gekriegt? 300 noch was? 350 Euro? Keine Ahnung. Die darfst du nicht. Krieg ich das nicht grün Auge gezeigt wie mir? Nein. Okay. Krieg ich nochmal Natur gezeigt. Ich habe jetzt 350 Euro gekriegt pro Palette. Ja. Ah. Ein Telefon ist aber keine Ahnung. Ich krieg das hier dann nicht auch gezeigt. Ich krieg nur ja, Telefon ab. Bei zwei Stück wird es in der Mitte die Hälfte gemacht. Ich immer bei drei kriegt jeder das Drittel davon. Ja, so was glaube ich. Also, nicht besonders. Tüdelitü. So, dann ist die Kompostanlage Ammo leer. Ich weiß gar nicht, wie ist denn das? Haben wir da oben noch Strohspartleihe? Wo? Ei, gegenüber von der Schweinemast oben auf dem Feld. Feld 2. Du hast aufgesammelt. Ja, ich glaube, wir hatten abgebrochen, ja. Hatten aufgehört, weil man nirgendwo mehr USC fahren konnte, weil die Kompostanlage voll war. Das ist doof, dann sind wir dann auf die Idee gekommen, das Lager da innen zu bauen. Dass wir das wegbringen. Bevor wir wieder alles verkaufen. Dass wir da, wenn wir da auf dem Obsthof auffüllen müssen, dass wir da was haben, wo wir das rinkippen. Ich find's einfach nur geil. Gut, ich hätte die Plan vielleicht ein bisschen her machen können bei 50.000 Liter, aber ist okay. Bin zufrieden mit. Ja, und auf dem Fleck da hat man ich glaube Erdbeergewächshaus war das noch und dahin auf der Wiss haben wir alles voll gehabt mit Bäm, hat richtig geil ausgesehen. Ja. Schöne Wege zwischen ihnen gemacht, da hätten wir dann noch zwischendrin Gras mehr kennen, Steffen. Mhm. Zwischen den Bäm. Wäre richtig gut kommen, aber leider, leider. Komm so. Warte, fahr komm raus. Rum, fahr doch vor. Hat der Kollision der Zaun? Raus, wenn du drauf hast. Bin unfreiwillig weit dran gefahren, ja. Jetzt keine Kollision. Gut. Keine Colli. Nein. Mario. Nein. Nächste Version Colli. Nee, oder der Wegbräder. Dann kann man die Colli wegmachen. Ja. Also der war hier Hammer. Hehehe
Wir brauchen Kolli. Ja, dann musst du weg, Räder sind. Weil sonst kommt man nicht durch. Jo, dann fahrt nochmal zu zweit vorbei. Öfters, wie du jetzt siehst. War das erste Mal, glaube ich. Hopp, Herbert. Am Obsthof oder was? Jo, jo. Falsch Knopf. Die. Jetzt fahren wir mal gucken, wie viel noch da ist. Aber ich glaube nicht viel. Wenn überhaupt noch was da ist. Glaub's ja nicht. Gehen wir so eine Kamera ran. Die schon waren die anderen, wo die Palette fertig sind. Da merkt ihr Multi-Overlayer an, sie ist das nicht. Ja, der dann eine Kiste, wo der eine kleine Kiste, wo der die. Ah. Wissen sie? Anders ist Quint. Ich guck jetzt mal, wie viel noch drin ist, oder ob überhaupt noch was läuft, oder ob wieder das Ding gekippt werden muss. Ja, Kompost ist komplett leer gefahren. Prima. So, dann würde ich sagen, übernehmen wir gerade mal Demdo sein Part noch ein bisschen. Ach, falscher Knopf. So. Ah, voll gut, alles klar. Und du noch. Die Palette. Oh, sehr. Weil wir wollen hinter eine BGA, wollen wir das Silo voll machen, komplett. Und dann sind wir jetzt dabei, da komplett alles mit Mais zu säen. Oder ich sag jetzt mal zumindest die großen Felder. Und dann wird Moschee alles weggehäckselt. Hier würde ich sagen, nehmen wir gerade wieder unseren Krone mit drin, oder? Der, ja, wo bei der, beim Mod-Contest dabei war, wo bei uns ein bisschen rumgemacht war. Ja, ja, der Big X da, 580. Ja. Das war toll. Was war denn das dabei? Hure. Was? Das war was? Keine Ahnung. X, weitermache. Weißt du, mir hört. Man hat 13 Minuten knapp. Hört man fast gar nichts. Ja, ja. Jetzt werden wir los, der da was los. Und dann auf einmal aus dem Hintergrund her oder. Ja, jetzt geht er Husch aus. Das stimmt gar nicht. Man hört fast nichts, wisch, und dann kommt sowas. Jetzt sie nicht. Kall mal droppe, sag ich dir nur. Ja. So, der Kall mehr als ein paar Droppe nehmen wir, glaube ich. Das glaub ich aber. Nimm der dann fett Droppe. Baldrian. Boah, mindestens das, ja. So. Baldrian und eine Picture HB. Ja. Genau. Heikos Beste. Ja. Ich aus ökologischem Anbau. Richtig. Wir kennen nicht nur Korn und Milch, wir kennen auch Zigaretten. Ganz wichtig. Zigaretten. Ganz wichtig, Kaffee. Ja. Auch noch eine Kaffeeplantage. Ja. Das wäre Idee. Haben wir ja alle Auswanderer noch, ne? Auswanderer nach Brasilien. Mal noch die Brasilianerin ein bisschen so dabei, weißt du, so. Ja, ja. Karneval in Rio.
Das ist klar. Karneval in Waldkade. Es ist ja schon wieder so weit, ne? Ja, ja. Die sind hier schon wieder los, da, die Kumpels. Leider. Leider. Bist nicht so der Karnevalsman? Nee, auf keinen Fall. Wieso? Keine Lust auf Fasching? Nein. Die ist ganz Jürgen noch nachher, ey. Brauchst nicht noch sowas. Wo siehst du die? Überall, leider. Überall, okay. Dann nur Arbeit. Ach, guck mal, da haben wir sie doch rausgelockt. nicht nur das. Zu spät, nichts mehr mit Rette. Verloren. Die Gehaltserhöhung ist weg. Ich bin nicht reden. Ah ja. So. Dann sind wir fertig für den Part. Ich bedanke mich wieder bei euch fürs Zusehen. Und bei meinen zwei Helfer bedanke ich mich auch. Ich freue mich dann aufs nächste Mal. Bis dahin. Reinhauen. Tschö. Tschö. Tschö.